So, da sind wir jetzt bei der Firma Adria und zwar beim Supersonic 780 SL. Das ist eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug, so was man vom Grundriss sieht. Und wir wollten schon lange mal so einen Adria vorstellen. Der kostet in der Grundausstattung 143.000 Euro und mit ein paar Extras 161.000. Also wenn man alles zusammennimmt, das ganze Paket, sicherlich nicht unter 180.000 zu haben in einer vollen Ausstattung. Wenn wir darüber schwenken, da sehen wir schon mal eine Heckgaragentüre. Erstens eine große Heckgarage und zum Zweiten eine schöne Heckgaragentüre, die fast 180 Grad aufgeht, so wie es jeder gute Hersteller macht. Und die ist ganz gut ausgestattet, ein bisschen dunkles Holz hat man verwendet und könnte etwas größer sein, die Heckgarage. Aber die Größe passt eigentlich und kommt natürlich dann den Innenraum zugute. Das Fahrzeug hier ist in Silber, wird auch belagert von den Menschen. Und von hinten sieht er auch sehr schön aus. Also das Fahrzeug hier ist jetzt ziemlich dunkel gehalten, gell, Ossi? Ja. Und schwarzes Leder. Gut, wenn man Klimaanlage hat, dann geht's, aber heizt sich natürlich schon ein wenig auf, als ob das die beste Farbwahl ist, das ist die andere Frage. Und auch der Bereich nach vorne ist erträglich, obwohl bei Mercedes, weil der vorne ein bisschen weiter rausgebaut ist, immer ein bisschen problematisch ist. Das ist das normale Mercedes-Cockpit. Und jetzt schauen wir, ob wir auch die Möglichkeit haben, mal ins Fahrzeug reinzuschauen. Also automatisches Hubbett. Muss nur die Sitze ein bisschen runterklappen. Und mit einem wunderschönen Dachfenster, was man besser nicht aufmacht, weil es dann oftmals Dichtigkeitsprobleme gibt, haben wir uns sagen lassen. Aus dem teilintegrierten Bereich. So, dann haben wir hier jetzt schon mal die oberen Klappen. Wie geht es auf? Ist sogar ein Aufkleber drauf. Also ist schon mal innovativ gelöst. Ist schon ganz normal. Man braucht Feingefühl, wie die Ossi sagt. Und dann haben wir hier eine Kochplatte. Seine Dreierplatte. Okay. Bitte? Okay. Und schon mal, mein Rucksack ist da. Und da haben wir das Waschbecken mit einem Holzbrett. Auf jeden Fall haben wir hier schön Platz. Und alle Schubladen als Auszüge. Und der Kühlschrank beidseitig. Überschein, ne? Mit Backofen. Ja, ganz normal, Dominik. Nimmst du meinen Rucksack mit hinter, bitte? So, dann haben wir hier die separate Dusche. Das ist alles ein bisschen schwarz. Ich weiß nicht, ob das gut zu erkennen ist. Und der Nachteil ist natürlich schon mal wieder der Radkasten. Und hier die Ablage für Shampoo und so weiter haben wir hier versteckt. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und dann, wenn man hier schaut, da hat man dann... Kommst du hinter mit, Ossi? Dann haben wir hier das Ganze als Frauenbad. Na, komm halt mit rein, gehen wir in die kurze Schicht. Schauen wir hier die Tür nach außen auf, in die andere Richtung? Nein. Also nur in eine Richtung, aber das Frauenbad ist eigentlich sehr großzügig. Ja, hier ist ja auch noch eine Tür. Und hier ja, ist noch eine Zwischentür, also die kann man komplett zumachen. Und es, ja, dieses Fahrzeug hier ist jetzt... Also für mich wäre das jetzt zu dunkel gehalten, aber das kann man aber vermutlich auch noch anders bekommen. Ja. Hoppla. Dann hier der Heckbereich, also ein riesengroßes Fenster. Wer so ein großes Fenster haben möchte, es ist nicht ganz beim Kopf, aber man kann gut rausschauen. Und dann gibt es auch hinten eine Ablage. Ja, also, und Steckdosen gibt es auch. Genauso wie Fächer für Kleidung. Es ist alles ein bisschen mit den Formen, moderne Formen. Wer es mag, wer es gerundet mag, für den ist das was alles. Hier ist wieder zum Drücken. Fächer,
und seitlich hat man praktisch gar keine Fächer oben. Ja, es ist halt alles eine Geschmackssache und jeder mag es ein bisschen anders haben. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das sind die Lichtschalter wahrscheinlich. Ah, nee, ich weiß nicht, Sonne, Mond. Ja, da ist ein und aus. Da siehst du, also das sind die Lichtschalter. Da schaut das aus. Ah ja, okay. Ja. Ja, also, was sagst du dazu, Ursi? Also mir wäre jetzt dieses Fahrzeug hier eindeutig zu dunkel. Ja, und was es sagst genauer du? Anzuschauen, haben wir einfach nicht die Zeit. Ich kriege hier laufend die Tür in den Rücken. Klar, ja. Ja, also da stehen ein Haufen Leute an. Also es ist nur ein kurzer Einblick gewesen in einen Adria 780 ja, SL. Ja. Also und jetzt müssen wir da wieder rausgehen und vielleicht kann man von außen noch was sagen. Ja, wenn wir die Tür aufkriegen und uns durchwurschteln können, dann gehen wir schnell raus und wollen das Fahrzeug nicht länger blockieren. Nein. So. Also das war der Supersonic von Adria. Qualitativ können wir natürlich gar nichts sagen, weil wir das Fahrzeug ja nicht getestet haben. Wir haben es jetzt auch gar nicht richtig gesehen, weil wie gesagt, hier stehen ein Haufen Leute an und da hat man keine Ruhe gehabt. Wir haben uns einfach das einfach mal angeschaut und und zeigen euch das, was wir gesehen haben. Ja, jawohl, genau. Am besten durch meine Hand durchlaufen. es ist auch heute ist Montag und es ist immer noch ganz schön was los. Ja. Ja. Aha. Aber trotzdem, also einen kleinen Eindruck habt ihr gesehen, schaut es euch halt bei eurem Händler an oder klar, bei einer anderen Messe. Der, der es interessiert, der muss das sowieso selber anschauen, ist ganz klar. Für uns wäre es jetzt nicht die Alternative, nein, was wir gesehen haben. Ja.